Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Golden Sun. Wir befinden uns hier auf der Schatzinsel und ja, sind erst im zweiten Raum, weil die Rätsel hier ziemlich knifflig sind und das war schon mal falsch, das habe ich gemerkt. Wir machen... Na, ist trotzdem falsch. Obwohl, jetzt kann ich ja hier hoch machen. Dann machen wir das so hoch, ganz genau. Nun können wir den hier dahin machen. Ja. Okay, das Rätsel war jetzt nicht so schwer. Oh, eine Mystera-Klinge. Die werden wir ausrüsten. Und zwar geben wir diese... Niemanden? Hat die irgendeinen Effekt? Lebenssauger. Okay. Hm. Na gut. Kann man bestimmt verkaufen. So. Und zack. So. Dritte Etage. So. 9 Etagen gibt's. Wir sind schon in der dritten. Ja. Obwohl wir ja im letzten Part nur an einem Raum festhingen. Also ich. Weil ich nicht auf das Rätsel zur Lösung gekommen bin. Das soll sich natürlich ändern. Den Raum gerade eben haben wir ziemlich schnell bewältigt. Und die Gegner hier sind eine Nummer härter als sonst. Geben dementsprechend Erfahrungspunkte. Und das empfohlene Level für die Schatzinsel ist eigentlich Level 27. Soweit sind wir noch nicht. Mit Isaac sind wir gerade mal 26, die anderen drei sind noch 25. Aber das soll uns nicht weiter stören, wenn wir mit Hilfe der Beschwörungen arbeiten. So, setz Bakterien ein. Eieiei. So, 1, 2, 3, okay, 4. Zack. Oh, die stehen alle noch. Oh, oh, oh. Ui, die stehen alle noch. Aber ich weiß nicht, wie viel die noch aushalten. Okay, der ist schon mal down. Auch besiegt. Okay, ist ausgewichen. Gut. Gut, verbünden sich wieder. So. Gut, alles klar. Nächster Raum. Eieieiei. Gut, hier brauchen wir, glaube ich, die Schlüssel. Die können wir mit Hilfe von Fänger nehmen. Blauer Schl. Soweit? Nee, nicht so weit. Okay, da müssen wir dahin. Das sieht man. Nein, na, um Himmels Willen. So, Fänger. So, der... Nix. Oh, oh, oh. Oh Gottes Willen, was war denn das gerade? Oh wei, oh wei. Bei mir fährt fast alles vorbei. Auch Motorradfahrer, das ist keine Seltenheit. Aber naja. Gut, der nächste blaue Schlüssel. Zack. So, wie komme ich aber jetzt dorthin? Ich muss irgendwie versuchen, so eine Plattform zu erreichen. Ja, aber da komme ich ja nicht hin. So, gehen wir erstmal hinter. So. So, hier.
Ist das nicht so weit weg? Nein. Ist völlig in Ordnung. So. Ah, ja. So. Achso, mit den blauen Schlüsseln können wir die Türen öffnen. So, machen wir das mal, denn die blauen haben wir ja alle. Ein Feenring. Okay. Den Feenring können wir bestimmt jemandem geben. Wirkt im Kampf wie ein Elixier. Okay. Gebe ich das mal Mia. Ivan. Bist du Mia? Bist du jetzt weiblich geworden oder was? So. Dann ein Keks. Den geben wir... PP Maximum benutzen wir für Isaac, damit er mehr heilen kann, natürlich. Und in der letzten Truhe befindet sich eine Rauchbombe. Braucht kein Schwein, aber das macht nichts. Gut, jetzt Enthüllung. Und Fänger. Dankeschön. So, der rote Schlüssel. So, jetzt können wir hier hindurch. Und das war auch dieser Raum. So, und natürlich wieder eine Abkürzung schaffen. So, der vierte Raum. Natürlich wieder Gegner. Zwei Greife. Ach. Erstmal auf den ersten drauf alles. So. Unsere Krieger sind ja schon schön stark. Die machen wenig Schaden. Das ist gut. Aber die halten noch verdammt viel aus. Ui, aber ihre Spezialtechniken sind nicht zu unterschätzen. So. Und der müsste eigentlich besiegt sein, genau. So, so, heil uns mal, Mia. Bitte. Dankeschön. Gut. Kein Problem. Zack. 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 Uiuiui. So, nochmal eine Runde. Eine Schallkeule. Und noch eine Runde. Das war's. Garrett ist Level 26. Okay. So, gut. Aha, aha, aha. Ei, ei, ei. Hä? Ach so, ah ja, Erstarrung, alles klar, mein Gott, ich, erstmal erschrecke ich mich übelst. So, wenn ich jetzt wüsste, ob hier erstmal, sie zum, wow, ey, hier erschreckt man sich übelst. Nein, ich möchte ja, dass du stehen bleibst. Erstarrung bitte. Okay. Da muss ich von dort aus kommen. Ja, genau. Jetzt wieder Erstarrung. So. Aha.
Oder vielleicht Tarnkappe? Ist ja Schatten. Okay, hier oben ist erstmal eine Schatzkiste. Mit Geld. Gut, alles klar. So, eine Sturmjacke. Das ist ein Ausrüstungsgegenstand, der wieder was bringt. Mal gucken, wer... 8 Punkte, 7 Punkte... Reichlich. Ah, ich werde ihm mal geben. So, ein Heilungsring. Okay, dann geben wir dem den Heilungsring Mia. So. Wunderbar. Ja, doch. Ich hab's ja kapiert. So. Okay, jetzt hier entlang. So, hier erstmal wieder Tarnkappe. Gut. So. Und die letzte Kiste mit einem Psy-Kristall. Wunderbar, Wunderbärchen. Die Psy-Kristalle geben wir Garrett. Hat er mehr von. Ja, und das war's auch mit diesem Bereich. So, noch 5 Etagen warten auf uns. Also sollte das nicht mehr so viel sein. Oh weia. Dafür werden die Gegner reichlicher. Muttererde machen wir. Da machen wir Feuerball. Wir machen... Tornado. Dann machen wir Gletscher auf die 3. Ja, das war's schon. So, Tornado. Mutter Erde. So, und? Irgendjemand schon down? Ja, einer. Besiegt. Auch besiegt. Jetzt ist nur noch der Echsenkönig da. So, den machen wir auch noch schnell fertig. Der sollte auch nicht mehr so viel haben. Ah, der hält noch einiges aus. Ah, das gefällt mir irgendwie nicht. Aber eigentlich sollte er jetzt gleich noch nicht besiegt sein. Genau das wollte ich damit sagen. Jetzt erhöht er auch noch seine Attacke. So. Also jetzt ist aber mal gut. Wie viel willst du noch aushalten? Wie viel Leben hast du? Sage mal. Du wirst aber langsam echt albern. Also das gibt's doch bald gar nicht. Ist er unbesiegbar oder was? Ah, jetzt. Mein Gott, 881 Punkte. So, welche Ebene sind wir denn jetzt überhaupt? Ah. So, Wunschquelle. Giftheilung, Fluch. Ah ne, Spuk. Spuk. Okay, das ist ein Wasserspiel. Hier ist erstmal eine Kiste mit Geld. Da hinten ist noch eine. Aha. Erstmal schauen. So, wenigstens gibt es innerhalb der Räume keine Gegner. So, da kann ich jetzt rüberspringen. Genau. Gar nicht so. Genau. Das, da, so komme ich erstmal an die Truhe da hinten ran. So. Dann machen wir das mal. So. Bitte. Oh je.
grünes Wasser. Das sieht nicht sehr einladend aus. Aber ich will ja hier auch keine Planschparty veranstalten. Ich möchte ja weiterkommen und möglichst viele Schätze mitnehmen. Deswegen heißt es ja auch Schatzinsel. Sonst würde es ja heißen Labyrinthinsel oder so. Rätselinsel. Auch ein schöner Name. Falls ihr noch irgendwelche anderen Vorschläge für diese Insel habt, gerne doch. Schreibt es in die Kommentare. Wenn nicht, dann lasst ihr es eben bleiben, mein Gott. Okay, ich weiß, ist nicht nur meiner. So, aber... Okay... So, was ist jetzt? Okay, so kommen wir erstmal hinüber. Oh. Nee, das geht nicht. Das geht nicht. Oder? Nee, es ist doch versetzt hier. Ja, ja, das ist versetzt. Also nochmal rüber damit. Und dann brauchen wir das hier. Ah, ich verstehe schon. Nochmal hoch. Nee, Quatsch. Nochmal runter. Oh Mann. So, und jetzt den da unten andocken. So. Genau. Jetzt kommt der noch rüber. Obwohl, das geht auch nicht. Eieiei. Das ist ein schönes Rätsel. Was ich zwar nicht mag, aber ist ja auch egal. So, jetzt haben wir's. So, will ich dich. Gut. Dann tun wir wieder den Wasserstand erhöhen. So. Ein bisschen vorspulen können wir, damit es nicht mehr so lange dauert. So, und rüber, rüber. Da oben waren wir schon, ganz genau. So. Ein Ninja-Gewand. Dieses Ninja-Gewand, weiß ich schon, wem das gehören soll. Das geben wir Ivan. Weil es bei ihm dann auch noch die Verteidigung erhöht. Und dafür die Sturmjacke, die geben wir... Oh Gott. Ja, Mia hat natürlich den größten Effekt. So. Jetzt die Frage aller Fragen. Wie komme ich ans Ende? So. Ich werde das Rätsels Lösung versuchen zu finden. Und meld mich dann im nächsten Part wieder, Freunde. Also, bis dann. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.